Naja, es ist zu dunkel hier. Ich brauche ein Licht. So. Oh, reicht das Kabel? Oho. Das ist ein bisschen hell, ne? Sieht jetzt schon tausendmal besser aus mit dem fancy Licht. Hey, auf vielen Dank fürs Einschalten von dem Video und ich hoffe, alles ist cool. Ja, freut mich, dass ihr wieder mit am Start seid. Heute mit dem 500 Abonnenten-Vlog so ein bisschen. Vielen Dank schon mal im Vorfeld für 500 Abonnenten. Alter, das ist der Urscheiß. Das ist echt der absolute Hammer. Ey. Ich sehe vielleicht noch ein bisschen zerstört aus und sowas. Ich bin gerade erst wach geworden. Und habe mir gedacht, bevor ich jetzt auch irgendwas anderes mache, nehme ich jetzt erstmal das Video auf. Ohne Scheiß, vielen Dank für 500 Abonnenten. Ich würde jetzt gerne hier einblenden, wie wir gerade die 500 Abonnenten erreicht haben und so. Weil im Livestream hatte ich das oben so eingeblendet gehabt. Also für die Leute, die am Start waren, hatte ich das irgendwie oben in der Ecke so eingeblendet. Und wir hatten da so einen Live-Counter gehabt. Und das war halt ganz kurz vor den 500. War bei 400, ich glaube 98 oder sowas. Und im Stream haben wir dann die 500 geknackt. Das war super cool. Vielen Dank an euch alle. Ohne Scheiß, man. Das ist super, super krass. Wenn man sich überlegt, keine Ahnung, wie das Ganze angefangen hat und sowas. Ich dachte das immer bei allem Dings irgendwie, wenn man irgendwie so einen Meilenstein erreicht oder sowas. Ey, überleg dich, wie das angefangen hat und keine Ahnung, ey. Aber ihr wisst, was ich meine, ne? Das ist der Hammer. Ohne Witz, ey. Und wir haben jetzt auch die 4K ja auf Twitch geknackt und sowas. Ich glaube, darüber hatte ich noch gar kein Video irgendwie gemacht. Der absolute Hammer, ohne Scheiß. Ich glaube, wir sind jetzt mittlerweile, glaube ich schon, ich will jetzt nicht babbeln, aber ich glaube bei 4,1K oder so. Und ist voll fancy, wie sich das das Licht von dem Tannenbaum so in dem Ding spiegelt, ey. What the fuck? Das war cool. Ja, ist mir nur gerade aufgefallen. Aber ohne Scheiß, das ist wirklich der Hammer. Keine Ahnung, mich freut es auf jeden Fall übertrieben, dass ich das Zeug noch, also dass ich das, der Kanal und der ganze Stuff halt so gut gefällt, dass ihr Follow drückt und auf Abonnieren und was weiß ich. Ey, das ist ohne Scheiß, so cool. Und ich hab mir schon so gedacht jetzt, der nächste riesengroße Meilenstein, also ist, ne, noch sehr, sehr in der Zukunft, aber was ein sehr, sehr großer Meilenstein noch wäre, ist auf jeden Fall so ein Sub-Button oder sowas irgendwann. Ne, wir erwähnen ja mal im Stream und so, was für Emotes wir machen würden und keine Ahnung. Und wir haben halt auch tausend Ideen irgendwie, also jeder hat irgendwie eine coole Idee. Und das wäre, ohne Scheiß, das wäre super geil, deswegen, ey, ne, vielleicht irgendwann und dann, ne. Was ich noch reden wollte, war Deutschland sucht den Superdrecksack. Wir hatten ja jetzt die erste Folge gehabt am letzten Samstag. Und viele Leute, die es verpasst haben, kein Problem. Ich habe das schon runtergeladen und sowas, also diesen ganzen VOD und so. Und der kommt auch noch auf YouTube. Ich muss das halt noch so ein bisschen zurechtschneiden und sowas. So ein paar Stellen muss ich leider muten, wegen der Musik halt. Aber ich werde dann einfach andere Musik drunter setzen und sowas. Ihr hört dann zwar nicht unsere Live-Reaktion und so, aber vielleicht werde ich einfach ein Commentary darüber machen, so was wir irgendwie gesagt haben oder so, damit ihr ungefähr wisst, was da war. Und das Witzige ist, Twitch hat jetzt so eine Funktion, oder vielleicht auch schon seit längerem, ich weiß nicht genau, weil früher war es immer so gewesen, wenn du ein VOD, also VOD sind immer diese Videos, die entstehen, also wenn man streamt, zum Beispiel, keine Ahnung, man streamt 4 Stunden oder sowas, da entsteht ein Video, was 4 Stunden irgendwas ist, und das Video kann man sich im Nachhinein eigentlich nochmal angucken. Wir haben es jetzt die ganze Zeit ausgestellt, aber ich habe das jetzt für Deutschland so super Drecksack angemacht. Und also wir haben es jetzt auch standardmäßig an, also wir könnt euch jeden VOD, also jeden Stream sozusagen nochmal angucken, wenn ihr möchtet. Auf jeden Fall, dieses Video geht ungefähr 4 Stunden 30 oder sowas. Davon ist Deutschland sucht den Super Drecksack geht 1 Stunde 30 oder sowas oder 1 Stunde. Und der Rest ist halt dann das Minecraft, also das Spielen, was wir halt sonst immer machen. Und das Geile ist, ich habe schon gedacht, der Download wird bestimmt total riesig, keine Ahnung, 1000 GB, okay, vielleicht nicht 1000 GB, aber schon ziemlich viel, ne? Waren aber am Ende, im Endeffekt echt nur 5 GB oder so, in 720p mit 60 FPS, ne? Also in den Settings, in denen ich auch streame. Und ich dachte mir dann so, okay, also es gibt dann so einen Download-Button und sowas, weil früher muss man dann immer auf eine Third-Party-Seite, also auf eine Seite, die jetzt nichts mit Twitch jetzt direkt zu tun hat. Und da konnte man halt den Link dann eingeben, da konnte man es halt runterladen und sowas. War auf jeden Fall aufwendiger gewesen. Ich habe es früher noch nicht gemacht und sowas, deswegen weiß ich halt nicht. Aber ich hätte es mal irgendwann mal probiert gehabt und so, ja. Und dann, das war total der Aufwand gewesen, ja. Und es hat auch im Endeffekt irgendwie gar nicht so gut funktioniert. So, und jetzt war ich wieder auf dieser Seite gewesen oder auf so einer ähnlichen Seite. Und dann steht da so, ja, okay, du kannst es jetzt auch einfach so runterladen. Okay, bin dann natürlich direkt in unsere Twitch-Aufnahmen gegangen. Bin auf den Download-Button, hab den Download-Button gefunden. So, und dann steht da so ein Ding, dass er vorbereitet zum Laden. Vorbereiten
zum fucking Laden. Okay, und ich denke mir so, hey, vorbereiten zum Laden, das dauert bestimmt nicht so lange, ne? Auf jeden Fall, sagen wir, ich habe um 16 Uhr oder so, oder 16.30 Uhr gestartet, diesen Download, also dieses Vorbereiten, ne, zu starten und sowas. Und um 17.30 Uhr, wirklich, also eine Stunde oder 50 Minuten später oder sowas, keine Ahnung, also ich sag mal ungefähr eine Stunde, fängt dieses Ding dann an runterzuladen. Da steht dann so, ja, bitte mach nicht die Seite zu und sowas, sondern der versucht das jetzt runterzuladen und so. Aber nur dieser Versuch, das runterzuladen, hat schon irgendwie eine Stunde oder sowas gedauert. Und ich so, what the fuck? Why? Ja, und dann lädt er das halt runter und sowas. Und ich sag mal, das eigentliche Runterladen hat dann, keine Ahnung, 10 Minuten oder sowas gedauert. Ja, also ich konnte nicht mit dem vollen Speed irgendwie runterladen. Und es waren auch nur 5 GB, das war eigentlich gar nicht so eine Riesenmasse. Aber nur das Vorbereiten allein hat zu lange gedauert. Keine Ahnung, vielleicht ist es so, ne, ich habe schon mit Kumpels sowas drüber geredet. Vielleicht ist es, vielleicht ist es wegen dem Vorbereiten und sowas von dem ganzen Stuff, dass der wirklich von den Twitch-Servern das irgendwie abruft. Aber krass, also gut zu wissen, wenn ihr irgendwie mal selber streamen solltet oder sowas und ihr wollt ein VOD runterladen, der irgendwie länger ist, also meiner ging halt eigentlich so 4 Stunden 30 oder sowas, oder ich glaube ungefähr war das die Zeit, nehmt euch schon mal Zeit mit. Ja, also wirklich, damit ihr den Download vorbereiten kann, runterladen kann. Das eigentliche Runterladen, easy. Aber das Vorbereiten, what the fuck. Da wollte ich noch über eine kleine Sache reden, und zwar auf dem YouTube-Kanal hier wollte ich gerne so ein kleines Minecraft-Let's Play starten, so ein kleines Solo-Ding und sowas in so einer komplett anderen Welt und so, also schon in dieser Welt, aber in einer Minecraft-Welt. Auf jeden Fall wollte ich da so ein kleines Projekt starten und sowas und vielleicht so ein paar Folgen drüber machen und so. Ihr könnt mal gerne in die Kommentare schreiben, was ihr davon halten würdet. Ja, genau, also es ist so ein kleines Solo-Projekt vielleicht. Vielleicht finde ich auch noch jemanden, der Lust hätte, mit mir das zu machen und so. Mal gucken auf jeden Fall. Genau, wäre nur so ein kleines Projekt so am Rande einfach, auch nicht im Stream jetzt vielleicht, einfach nur so wirklich so ein YouTube-Ding, was wir auch nur hier drauf hochladen und sowas. Und vielleicht mal im Stream irgendwie zeigen oder sowas, falls da jetzt irgendwie fancy Stuff passiert oder sowas. Genau, schreibt mal gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet. So, und ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, also für die Leute, die jetzt vielleicht nicht im Stream waren, sondern nur auf YouTube jetzt gerade gucken, also zum Fokuszeichen hier wisst. Und zwar haben wir geplant, irgendwie auf dem Weihnachtsmarkt hier in Frankfurt uns zu treffen und irgendwie, keine Ahnung, einfach rumzulaufen und ich weiß nicht, ja, Weihnachtsmarkt-Stuff halt irgendwie Glühwein trinken oder keine Ahnung, irgendwie Plätzchen essen oder was weiß ich. Genau, dazu kommt auf jeden Fall nochmal ein extra Video, wann das stattfinden wird und wie und genau. Ich würde gerne das so machen, dass wir uns irgendwie alle in so einer Gruppe irgendwie online in so einer Gruppe organisieren können und uns dann am Hauptbahnhof treffen oder sowas. So als kleines Zuschauertreffen zu Weihnachten oder around, also ungefähr zu Weihnachten, so nicht jetzt direkt an Weihnachten, aber ihr wisst, was ich meine. Apropos an Weihnachten, da wird es vielleicht einen kleinen Stream geben, so einen kleinen Weihnachtsstream, der so Mittag vielleicht irgendwo oder sowas ist. Mal gucken, weil abends bin ich auf jeden Fall nicht zu Hause. Genau, also sehr, sehr wahrscheinlich. Genau, deswegen wird es vielleicht den Morgens- oder Mittagsstream oder sowas geben zu Weihnachten. Ich guck mal. Genau, nur dass du schon mal Bescheid wisst. Da kommt auf jeden Fall auch nochmal ein Video mit genauen Zeiten und hast du nicht gesehen und dies und das. Ich glaube, das waren die wichtigsten Sachen, die ich noch so erwähnen wollte. Und ohne Scheiß nochmal ein riesengroßes Dankeschön an euch alle. Es ist wirklich der Hammer. Und achso, stimmt, eine Sache gibt's noch. Und zwar, ihr habt wahrscheinlich im Hintergrund schon gesehen. Und ja, den haben wir schon mal aufgestellt, um schon mal ein bisschen Weihnachtsstimmung und sowas in den Stream zu bringen. Eigentlich ist da noch der kleine Schneemann, der noch so ein bisschen leuchtet. Ja, okay, man sieht es jetzt nicht so, aber es leuchtet so ein bisschen, verschiedene Farben, grün und rot und sowas und ja, ey, das war so cool, Mann. Hey. Also ich stehe halt schon mal so im Stream und sowas, ne, schon ein bisschen so Weihnachtsfeeling und sowas reinzubringen und ja, genau, das ist das gewesen heute für den Vlog. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Wenn ja, dann ey, guckt auf jeden Fall noch bei unseren anderen Videos vorbei. Wir würden uns auf jeden Fall freuen. Mit wir, ich sag auch mal wir, aber Maurizio nicht, ne? Also damit gemeint. Nicht, dass du denkst so, Alter, what the fuck, ja, mal seit wann spricht der von sich selber in der Mehrzahl oder sowas. Nein, ich meine immer Maurizio mich deswegen. Wir würden uns auf jeden Fall freuen, wenn ihr noch unsere anderen Videos anguckt und so und Shit und oder vorbeiguckt oder ihr wisst, was ich meine. Irgendwie sowas, genau. Auf jeden Fall, wir sehen uns nachher im Stream. Der übliche Stuff um 20 Uhr. Ja, haut rein, bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns. Tschüss!